Hi Leute, herzlich willkommen zu einem nächsten Let's Play vom Spiel City Skylines After Dark. So, in der letzten Folge, wenn ich mich grob erinnere, haben wir hier das schicke Einkaufszentrum errichtet. Und durch den Bau von diesem Gebäude habe ich ganz unerwartet ein anderes Gebäude freigeschaltet, und zwar den Hadron Collider. Und ja, ich habe das Spiel jetzt ein bisschen laufen lassen und im 1,7 Millionen Credits, also den könnten wir jetzt bauen. Weiß aber noch nicht genau wohin. Also hier oben, glaube ich eher weniger. Die haben den eher weniger verdient, oder? Als hier die Altstadt, würde ich mal sagen. Denn hier habe ich angefangen. Und hier ist der Kastanienpark. Okay. Kastanienpark, das ist ein Hotelviertel. Boah, denen geht es auch gut. Mit Swimmingpools auf den Dächer. Hier auch. Krass. Cool. Habe ich gedacht, die könnte ich. Also hier ist erstens der Bahnhof in der Nähe und eine stark befahrene Straße und Straßenkreuzungen und Parks und so. Ich dachte, baut man hier rein. Hier hat aber nicht Platz, weil hier ist nochmal eine Querstraße. Ah, die Querstraße. Das ist eine Bushaltestelle, okay. Bushaltestelle werden wir versetzen müssen. Fährt der Bus halt einfach mal. Fährt der Bus halt hier runter. Genau, sind zwar da oben ein paar Leute traurig. Oh, tut mir leid. Straße. Essen. So, der müsste theoretisch genau da reinpassen. Voila! Hat genau Platz. Richtig geil. So, und jetzt machen wir diese Fläche zum Wohn- oder Gewerbegebiet. Hier zum Gewerbegebiet. So, jetzt haben wir das auch zum Gewerbegebiet gemacht. Hat der eine Bushaltestelle bekommen? Oder eine U-Bahn-Station. U-Bahn-Station haben wir hier vorne. Das ist doch ein bisschen weit entfernt. Hier hat eine U-Bahn-Station Platz, oder? Auch nicht wirklich. Dann muss ich diese Linie mal schnell ein bisschen umbauen. Ups, Schütz. Ah, das ist auch eine U-Bahn. Okay, dann muss ich anders machen. Also, wäre aus Versehen die Eisenbahnlinie abgerissen. Okay, blöder Fehler. Okay, immer schnell reparieren. Halt Eisen an Eisenbahn. Ist hier. Genau, die zwei Verbindungen waren es. Aber geht das nicht mehr? Jawohl, wieder repariert. Hat keiner gemerkt. So, U-Bahn-Haltestelle. Wo ist der Hadron? Hadron Collider ist hier. Und direkt hier eine U-Bahn-Station hin. Die verbinde ich. Direkt daher. Diese Verbindung geht dann daher. Genau. Also spielen wir weiterlaufen. Schauen wir, ob die U-Bahnen jetzt eine neue Linie finden. Ne? Eine neue Richtung. Oder wieder selbst. Ah, okay, die haben wir schon gefunden. Ne? Fahren auch welche durch die U-Bahn-Station durch. Ah, genau diese. Und diese. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
Hier, wenn ich die nur wegmache. Okay, ne, das ist blöd. Das funktioniert so nicht. Eine Linie geben, wo hier entlang fährt. Ne, das ist genau falsch rum. Den fährt wieder zurück, der Zug, die U-Bahn meine ich. Oder ich nehme einen von der Seite. Ja, der fährt dann auch wieder zurück. Mann. Ja, den könnte ich ja dann da drüben hinschicken. Genau, dann fährt er rüber. Bisschen kreuz und quer. Aber so passt es. Hier gibt es schon Staus in der U-Bahn. Eieiei. Hier die Linie, die muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Hier ist ein komischer Haken drin. Da gehen wir einfach mal ein Stückchen geradeaus bis dorthin. Dann kommt hier so eine kleine Kurve. Ah. So, genau. Die U-Bahn wird den richtigen Weg schon finden. Genau, sie fährt auch den richtigen Weg, also kann es nicht so falsch sein. Gut, hier haben wir den Hadron Collider mit U-Bahn-Station. Eins habe ich vergessen, und zwar eine Bushaltestelle. Direkt hier vor der Türe wäre es natürlich ganz praktisch. Wie machen wir das? Hier die grüne Linie. Die löse ich mal auf. Die löse ich mal auf. Dann fährt der. So herum. Hält hier an. Oh, jetzt haben wir hier durcheinander. Ah, löse ich das mal schnell auf. Uiui. Hä? Fährt, ach, hier ist auch noch eine Haltestelle. So, jetzt stimmt gleich gar nichts mehr. Die auflöst, die auflöst. Ist hier gar nichts los. Geil, dann schicken wir einmal hier durch. Dann ist hier wieder was verkabelt. Die blaue Linie, die geht von oben nach unten. Ja, super. Genau, warum nicht so? Dann hält hier nochmal an. Perfekt. Perfekt. Und die von der grünen Linie, wir steigen die dann um auf die blaue. Da muss ich irgendwo einen Knotenpunkt finden. Da haben wir hier eh schon. Ja, passt ja, dann kann man da leicht umsteigen. Gibt es einen Fußweg irgendwie daher? Nee, gibt es nicht. Aber da drüben gibt es einen Fußweg. Ja, okay. Das ist nicht so effizient. Riesengebäude. Wahnsinn. Bildungsbedürfnis, ja, okay. Also müssten wir jetzt lauter Einsteins in meiner Stadt wohnen. Wenn ich mal schaue. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Hier noch ein paar blöde Leute, aber das wird sich ändern. Ja, die Farben ändern sich ganz langsam. So, Bildung. Grundschule, ganz oben der Balken. Oberschule, Universität. Geil. Also theoretisch bräuchte ich Grundschule und so gar nicht mehr. Ja, Wahnsinn. 89% hochgebildete Menschen in der Stadt. Hammer, gell? Richtig geil. So, wie schaut es jetzt hier aus, industriemäßig? Oh, gibt immer noch jede Menge Firmen, die wo Arbeiter suchen.
Obwohl wir hier unten also ein großes Wohngebiet errichtet haben. Ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis hier die ganzen Gebäude alle hochgewachsen sind. Also quasi zu Wolkenkratzer sind. Zu Wolkenkratzer geupgradet wurden. Ja, aber die brauchen immer noch Leute. Ist auch Nacht, also bei Nacht irgendwie nochmal hier am Berg was reinbauen. Ja, hier rauf könnte man noch was bauen. Hier ist eine kleine Straße. Also ein kleines Dorf da oben raufbauen. Häuser da oben hinzimmern. Bisschen komische Form. Eine Einbahnstraße. Genau, machen wir ein paar Häuser hin. Machen wir das zum XL-Wohngebiet. Die nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Halt, die brauchen natürlich Wasser und Strom und sonstiges Zeug. Da müsste man vor der Industrie hier eigentlich genügend Arbeiter haben. Sehr schön. So, jetzt kriegen wir noch Strom. Zapfen wir hier an bis, ja, bis daher, das müsste reichen. U-Bahn, ja, kriegen sie ausnahmsweise auch. Eins oder zwei Haltestellen ist die Frage. Eine da, eine da. Verbinden wir einfach hier oben. Jawohl. Hier geht es dann wieder runter. Was, Gefälle zu steil oder wie? Tatsächlich. Ey, krass. Kannst hier gar nichts bauen oder wie? Genial. Dann lassen wir das mal weg. Versetzen die halt die U-Bahn-Haltestelle. Und zwar dorthin. So, jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt geht. Ups. Das wollte ich nicht. Wer schuld? Der Hadron Collider. Ach nee, einfach gerade bauen irgendwie nicht so einfach. Jetzt da. Jetzt muss gehen, oder? Was zu steil. Gut, dann fahren wir halt darüber. Genau, kriegen noch eine U-Bahn-Verbindung. Hier ins Industriegebiet. Dorthin. Dann zum Bahnhof natürlich. Das nicht ganz, ganz allein sind. Also die eine Linie müsste reichen. Mehrere brauchen wir hier oben nicht. Eine kleine Busverbindung kann nicht schaden. Fährt der Bus einmal hier kreuz und quer durch. Genau, dann fährt er hier runter ins Industriegebiet, verteilt die ganzen Arbeiter zu den Arbeitsplätzen. Fährt dorthin. Dorthin. Hier oben fehlt sein Meister an Arbeiter. Dann schicken wir einfach hier nochmal hin. Zu der Haltestelle, zu der, zu der, zu der, und dann fährt er wieder nach Hause, der Bus. Also nicht nach Hause, sondern wieder darauf. Und voilà, sehr schön. Genau, es müsste irgendwo da vorne der Bus rauskommen, mit der blauen Farbe. Hier kommt eh schon. Den tun wir umfärben.
zwar. Ja, Farbe ist ja egal, ist ja eine extra Linie da oben. Haben wir grün oder haben wir grün schon? Ne, grün haben wir oben nicht. Also passt es. Genau, den oben kriegen noch. Der Schule brauchen wir es eigentlich nicht. Haben wir eigentlich schon eine Grundschule? Ne, brauchen wir nicht. Kriminalität? Ne, brauchen wir auch nicht. Feuerwehr brauchen wir. Weil ich glaube mal, die zündeln gerne. Jawohl. Müllmäßig. Ja. Müllabfuhr ist nicht so weit entfernt. So, jetzt brauche ich wieder mehr Industrie. Ich glaub's nicht. Ey, Wahnsinn. Wo haben die noch keinen Strom? Achso, deswegen. Ja, das dauert eine Weile, bis die checken, dass hier vorhin der Strom angekommen ist. Genau, passt so. Aber vielleicht soll ich ein kleines Gewerbe noch einbauen. Hier die zwei. Ups. Die machen wir zum Gewerbe. Und den auch zum kleinen Gewerbe. Ups, nicht so groß. So, das reicht vollkommen aus. So, Spiel ein bisschen vorspulen. Und dann müssten hier gleich die Häuser aus dem Boden springen. Halt für die Freizeit müssen wir noch was tun. Platz mit Picknicktischen. Kriegen es natürlich auch noch. Bin ja kein Unmensch. Was haben wir hier? Kleiner Spielplatz. Kriegen es dahin. Und dann so einen japanischen Garten. Kriegen es dorthin oder dorthin. Ja, das passt. Aber sind alle noch so traurig. Erst mal warten, bis hier der Strom ankommt. Was haben wir hier? Ah, ruhiger Eckladen. Nicht genug Strom, okay. Der Strom kann es einem nicht legen. Sondern einfach nur daran, dass er noch nicht angekommen ist. Boah, das ist direkt im Berg drin. Direkt über der Stadt. Sehr schön. Hier habe ich auch. Oh, ist auch was kaputt gegangen. Jetzt mal das zum Industriegebiet machen und das da. Halt, das auch noch. Genau. Aber dann könnte der theoretisch hier anhalten. Hier geht die U-Bahn hoch. Ja, die fährt auch schon fleißig. Sehr schön. Mal im Kreis bitte. Ah, Spiel läuft eh schon auf höchster Stufe. Warum werden dann keine Häuser gebaut? Weil kein Bedarf da ist anscheinend. Aber hier werden Arbeiter gesucht, ich verstehe das nicht ganz. Ey. Stattdessen werden hier Gebäude geupgradet. Und hier schon überall Flächen frei. Ist das jetzt komisch oder komisch? Hier werden wieder Gebäude gebaut, sehr schön. Hier auch. Oh, hier quält sich der Bus im Berg hoch. Okay, den hässlichen Baum kann man eliminieren. Die Haltestelle versetze ich mal daher. Ha, die U-Bahn ist schneller, der Bus. Ja, ein paar Bäume erst rumsetzen, dann kann nie schaden, wenn ich noch welche bauen kann. Schaut immer gut aus. Hier haben wir eh schon so viele Bäume. Wegen den dringend benötigten Industriegebieten habe ich schon eine Idee, was ich bauen könnte. So, zwischendrin Bäume.
Cool. Gut, dann würde ich sagen, war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Let's Play Cities Skylines After Dark. Also macht's gut, bis dann, ciao.